Schön, dass ihr mein Video einschaltet. Dieses Video richtet sich an alle, die sich für Vietnamesisch interessieren. In diesem ersten Video werden wir uns mit der Begrüßung beschäftigen. Wie sagt man Hallo auf Vietnamesisch? Das werdet ihr in diesem Video erfahren. Seid ihr bereit? Dann lasst uns anfangen. Vielleicht hat jemand von euch schon mal den Gruß Xin Chào gehört. Xin Chào bedeutet so viel wie Hallo auf Deutsch und gilt für alle Tageszeiten. Allerdings ist Xin Chào eher eine formelle Begrüßung. Im Alltagsgespräch sagen wir nicht Xin Chào zueinander, sondern es wird hinter Xin Chào noch eine Anredeform hinzugefügt. Anredeformen sind im Vietnamesisch sehr wichtig und sind abhängig vom Alter, Geschlecht und sozialem Rang. Wenn ihr euren Gegenüber ohne Anrede oder mit einer falschen Anrede ansprecht, wäre es sehr unhöflich. Es gibt unglaublich viele Anredeformen im Vietnamesisch, aber ihr müsst jetzt nicht alle wissen, sonst könntet ihr gleich verwirrt sein und dann sagt ihr, nö, ich möchte nicht mehr Vietnamesisch lernen, das ist zu schwer. Na, also es ist zwar nicht einfach, aber lernbar. Keine Panik, wir werden mit den einfachsten Sachen anfangen. Ne? Okay, nehmen wir an, ihr seid Touristen in Vietnam. Dann braucht ihr erstmals nur diese folgenden Anredeformen zu wissen. Zuerst haben wir Xin Chào Chị. Xin Chào Chị. Oder Chào Chị. Chào Chị. Xin Chào Chị ist eher eine formelle Begrüßung. Im Alltagsgespräch genügt es Chào Chị. Chào Chị. Chị. Chị heißt große Schwester und ist die Anredeform für weibliche Personen, die bis zu 10 Jahre älter als der Sprecher sind. Zu den älteren männlichen Personen sagt man stattdessen Xin Chào Anh. Xin Chào Anh. Oder Chào Anh. Chào Anh. Anh bedeutet großer Bruder. Ihr könnt dann merken, anstelle von du oder sie werden hier die Verwandtschaftsbezeichnungen verwendet. Das ist doch interessant, oder? Zu einer jüngeren Person, egal ob männlich oder weiblich, sagt man Chào Em. Chào Em. Also in dem Fall sagen wir nur einfach Chào Em. Chào Em. Nicht Xin Chào Em, denn jüngere Personen müssen nicht höflich begrüßt werden. Em bedeutet kleine Schwester oder kleiner Bruder. Wenn ihr nicht schätzen könnt, ob der Gegenüber älter oder jünger als ihr ist, sprecht ihn am besten mit Ein oder Ti an. So wäre es höflicher. In formalen Situationen oder, sag ich mal, im Geschäftskontext verwendet man normalerweise die Anredeformen Om, Om für Herr oder Ba, Ba für Dame. Das heißt Xin Chào Ông. Xin Chào Ông. Hallo Herr. Oder Xin Chào Bà. Xin Chào Bà. Hallo Dame. Hallo Dame. Die Pronomen Ông oder Bà können aber auch in alltäglichen Situationen verwendet werden. Aber da ändert sich dann die Bedeutung des Wortes. Om bedeutet Opa und Ba bedeutet Oma. Wenn euer Gegenüber richtig alt ist, so wie euer Opa oder eure Oma, dann könnt ihr sagen Chào Chào Om. Chào Chào Om. Das heißt, Enkel oder Enkelin begrüßt Opa. Oder Chào, Chào
bà. Cháu, chào, bà. Enkel oder Enkelin begrüßt Oma. Wichtig ist dabei, Respekt gegenüber deinem Gesprächspartner auszudrücken. So, es ist so viel für die erste Lektion. Könnt ihr euch noch merken, was wir heute gelernt haben? Xin chào. Xin chào. Hallo. Xin chào chị. Xin chào chị. Oder chào chị. Chào chị. Hallo große Schwester. Xin chào anh. Xin chào anh. Oder chào anh. Chào anh. Hallo große Bruder. Chào em. Chào em. Hallo kleine Schwester oder hallo kleine Bruder. Xin chào ông. Xin chào ông. Hallo Herr. Xin chào bà. Xin chào bà. Hallo Dame. Cháu chào ông. Cháu chào ông. Enkel oder Enkelin begrüßt Opa. Cháu chào bà. Cháu chào bà. Enkel oder Enkelin begrüßt Oma. So, das sind die wichtigsten Anredeformen, die ihr als Besucher in Vietnam beachten solltet. Innerhalb der Familie gibt es aber mehrere Anredeformen, die relativ kompliziert sind. Das werde ich euch in dem nächsten Video erklären. Jetzt vielen Dank für euer Zuschauen. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge hättet, lasst mich das in den Kommentaren wissen. Darauf werde ich mich sehr freuen.